Grundeinkommen Bella Italia und rückständiges Deutschland Autor Dr. D. Seltzer McKenzie YouTube. Ab heute, dem 6. März 2019, hat man in Italien ein Grundeinkommen für alle bedürftigen Bürger eingeführt, welches ein Betrag von 780 Euro ausmacht. Das ist sicherlich nicht das notwendige Nonplusultra, aber ein sehr guter Schritt in die Zukunft. Man muss die neue italienische Regierung hier ganz offen beglückwünschen, dass sie hier einfach etwas für ihre Bürger getan hat. Und man muss auch scharf kritisieren, was sie hier wieder einmal für Kritik von der Europäischen Union und besonders von den Deutschen, die die Europäische Union ja dominieren, gekommen ist. Die dummen Politiker der Europäischen Union haben in den letzten Monaten die italienische Regierung deutlich kritisiert, dass das angeblich nicht zu bezahlen wäre und das Grundeinkommen den italienischen Staatshaushalt und somit letztlich die Europäische Union unnötig belasten wird. Man fragt sich wirklich manchmal, was für Dummköpfe in der Europäischen Union und ganz bestimmt in der deutschen Politik hier am Werke sind und solch einen Quatsch erzählen. Jeder Bürger hat ein Lebensrecht und hat auch ein Recht darauf, in dieser Zeit ordentlich zu leben, und dieses sogenannte Grundeinkommen, welches Italien eingebracht hat, reicht ja in Wahrheit bei weitem nicht aus, um seinen monatlichen Lebensunterhalt zu bestreiten. Auch in Deutschland streiten sicher die Politiker derzeit um regelrechte Kinderliedchen, ob es bei sehr niedrigen Renten noch eine Möglichkeit gibt, dem Bürger sein Erspartes nachzuforschen, damit man keine Grundsicherung bezahlen braucht. Ich halte das für absurd, es gibt überhaupt keinen Zweifel, in Deutschland werden die Reichen gefördert und die Armen bleiben auf der Strecke. Und das hat Italien nunmehr eben anders gemacht, und dafür gebührt der neuen italienischen Regierung höchstes Lob, und es ist eine Schande, dass die Europäische Union und ganz besonders die deutschen Politiker, die sich selbst nur die Taschen vollstopfen, hier einen guten Weg der Italiener kritisiert. Es wird Zeit, dass auch in Deutschland endlich Gerechtigkeit herrscht, und es wird Zeit, dass auch in Deutschland endlich ein Grundeinkommen, und ich denke von etwa 1200 Euro für Erwachsene und 600 Euro für Kinder eingeführt wird. Das wird den Frieden in diesem Lande deutlich erhöhen. Und dieses Grundeinkommen muss nicht nur an jeden Rentner, sondern es muss an jede Person, egal ob reich oder arm oder Migrant, gezahlt werden. In Deutschland muss man endlich die Vorgaben des Grundgesetzes erfüllen, aber diese idiotischen Bedenkenträger in der deutschen Politik, die von Wirtschaft und Sozialpolitik nicht die geringste Ahnung haben, sondern nur im Bundestag sitzen, um ihre 10.000 Euro monatliche Diäten abzukassieren. Diese dummen Politiker tun überhaupt nichts für das Volk, sondern nur für ihre eigenen Taschen. Die Armut in Deutschland grassiert unaufhörlich weiter und wird in Zukunft noch ganz erheblich zunehmen. Im Übrigen würde ein Grundeinkommen in Deutschland in Wahrheit keinen Cent mehr kosten, weil dadurch die Sozialhilfeleistungen und die Transferleistungen wegfallen würden, und das wird letztendlich auf minus plus null herauskommen, aber die Altersarmut und besonders die Kinderarmut könnte in Deutschland endlich beendet werden. Es fällt schon auf, immer vor Wahlen, und in diesem Jahr 2019 haben wir eben 5 Wahlen, in Europa und in ostdeutschen Bundesländern immer vor Wahlen macht die deutsche SPD auf und bringt Vorschläge zur Verbesserung der sozialen Sicherung. Diese Vorschläge der SPD sind in gewisser Weise natürlich auch eine Verbesserung, aber sie dienen ganz offensichtlich nur dem Zweck, um Wählerstimmen zu gewinnen, denn auch die SPD hat es immer wieder gezeigt in den letzten 30 Jahren, das, was sie vor der Wahl versprochen hat, das wollte man nach der Wahl davon nichts mehr wissen. Und genauso wird es hier ergehen. Und diese dummen Politiker, und ich sage ganz offen, diese dummen Politiker von der CDU/CSU, ich bin selbst jahrelanges Mitglied dieser langsam untergehenden Partei, die haben überhaupt keine soziale Verantwortung, hantieren mit falschen Zahlen herum und lassen die ärmeren Bürger in diesem Lande regelrecht dahin vegetieren. Ich sage, pfui, diese Bundesregierung der letzten 15 Jahre, die haben nur aus Eigennutz sich nach oben gekugelt, um sich selbst die Taschen zu füllen. In den letzten 15 Jahren ist die Altersarmut und auch die Kindesarmut auf einen äußerst bedenklichen Stand gestiegen, und man tut nichts, redet nur dummes Zeugs daher, und das könnte Deutschland irgendwann zum Verhängnis werden.
Es ist absehbar, dass in den nächsten Jahren die Altersarmut und auch die Kinderarmut weiterhin bedenkliche Ausmaße annehmen wird. Wir brauchen in Deutschland dringend, äußerst dringend, ein Grundeinkommen von mindestens 1.200 Euro für Erwachsene und 600 Euro für Kinder, aber nach den Richtlinien des Grundgesetzes für alle, einfach für alle.